So, da sind wir wieder nach einer länglichen Diskussion, wer jetzt wann, wo, welchen Regenponcho anzieht. Asrak fährt jetzt ohne Poncho und wir nehmen jetzt den direkten Weg zu dieser Straße hin und sind jetzt in dem Biom und jetzt kommt sauer Regen. Genau. So, aber du hast doch gesagt, für diesen sauren Regen brauchst du zwingend diesen Poncho, sonst tot. Doch, ich brenne mal wieder. Ich hoffe, ich strafe mich selbst Lügen, weil ich habe jetzt keinen Regenponcho angenommen. Muss natürlich jetzt ein bisschen aufpassen. Weil der Regenponcho, das ist das Problem, der überhitzt dich nochmal zusätzlich. Ja, ja, aber du hast gesagt, den brauchst du zwingen, sonst brauchst du gar nicht in das Biom zu fahren. Deshalb haben wir ja die ganze Zeit über Krokodile gejagt und so, weißt du? Richtig, richtig. Ich hoffe, ich brauche ihn erst nachher im völlig zerstörten, das werden wir gleich sehen. Woran hier rechts ist ein Panzer. Woran erkennst du das dann jetzt erstmal? Man hat die mir geschrieben, für das völlig zerstörte Biom sollte man schon 600er Items irgendwie haben oder herstellen. Ja, natürlich wären bessere Items natürlich besser, aber haben wir halt nicht. Nee, haben wir nicht. Das ist das Problem. Und wir zeigen es ja jetzt. Also werden wir jetzt sozusagen am Rande... Bist du schon an der Straße? Nee. Ich fahre ja gar nicht so richtig am Rande. Oh, hier ist auch ein Haus, ein zerstörtes. Asrak? Ich glaube, wir sind raus aus dem... Ich glaube, ich bin schon raus. Ah, okay, hier, jetzt bin ich an dem Panzer. Wo bist du raus? Aus was bist du raus? Aus dem Zerstörten. Wir sind drumherum um den See. Ich komme jetzt zurück. Ich habe mir die Markierung ja gesetzt. Achso, ich bin auf der Straße jetzt. Ja, ich komme auch gleich. Radskorpion. Okay, direkt vor mir. Mhm. So, ich bin jetzt wieder im zerstörten Biom, also in dem Verseuchten. Komm jetzt zu dir. Okay, ich bin da. Kittelchen, Nacht. Ach, habe ich doch schon, ne? So, und jetzt... Okay, falsche Richtung, Asrak, falsche Richtung. Recht hat er. Okay. Okay. Mitte. Den Skorpion lassen wir Skorpion sein. Okay, ne? Lassen wir sowas von in Ruhe. Ja. Wir bleiben erstmal auf der Straße und fahren erstmal, richtig, ne? Oder? Richtig. Wir versuchen jetzt erstmal ins richtig ätzende Biom zu kommen. Und gucken mal, wie weit wir es schaffen. Vielleicht führt uns die Straße ja dahin, das war ja die Idee. Weil hier mal am schnellsten fortkommen. Und in der Nacht ist das natürlich alles nochmal. Hier ist eine Stadt drin. Guck mal. Ich habe die Stadt gesehen, ja. Lass uns geradeaus auf der Straße versuchen weiterzukommen. Oder ist es die Stadt, die bei unserer Basis ist? Nee. Wo lang? Links? Hier. Shit, hier ist die Straße zu Ende. Ja, dann links, komm. Okay. Links geht sie weiter. Ich muss nur, sobald es geht, rechts abbiegen. Ja, ja. Auf der Straße. Nee, noch nicht. Ja, noch nicht. Vielleicht nach diesem Wasserdings. Ja, hier geht's rechts ab. Und geradeaus wird es aber auch gehen. Mhm. Okay, eine Kirche. Und können aber geradeaus weiter. Boah. Hier sind ein paar. Zombie-Bär und irgendwas anderes Fieses. Die kloppen sich alle. Oh, ich habe ganz viele Konsolenfehler. Oh, ein Chirurg ist das. Okay. Ganz viele Konsolenfehler gerade. Okay, willst du außen neu einloggen? Ja, muss ich, weil ich kann mich nicht mehr... Alles klar, dann mach Shit. Das. Moment. Ah ja, er steht da. Wie, ich stehe bei dir, ja? Ich baue mich hier gerade das Haus hoch. Okay, ich logge mich nein, aus. Nein, du stehst. Log dich aus und log dich neu ein. Ich weiß nicht, wo du dann bist. Ich muss mein ganzes Spiel beenden, glaube ich. Das ist ärgerlich. Ich hoffe, dass ich noch überlebe, wenn ich gleich wieder drin bin. Weil das Spiel läuft deswegen ja weiter. Deswegen stehe ich jetzt hier. Ich muss hier den Mod starten. Wo ist denn der Mod-Launcher? Da ist der Mod-Launcher. Play-Mod. Da. Naja, weil wenn der Bär, so weit weg von dem Bär kann er nicht sein, ne, glaube ich, oder? Oh. Asrak beschützt seinen Ebermann. Du bist, Jay Monty ist selbst mit 600er Items dort schon gestanden.
Gestorben in dem ja, man kann auch mit 800er Items sterben. Also das sagt ja nicht viel aus. Es klang aber so, dass man irgendwann auch automatisch Schaden kriegt, wenn man keine 600er Items hat. So hatte ich den Kommentar, glaube ich, mal verstanden. Die Strahlung da zu hoch ist oder sowas. Das weiß ich nicht genau. Wir werden es gleich sehen. Ich mache mal ein kurzes Fenster zu. Ne? Ja. Oh Mensch, das dauert doch so lange, bis es geladen ist hier. Ja. Loading Main Menu. Seht ihr noch gar nicht, aber das zeigt mir jemand schon an. So, die haben wohl den Zombiebären fertig gemacht. War da ein Clone mit bei oder sowas? Die haben den Zombiebären fertig gemacht? Was sind das für Viecher, die da? Ah ja, da war ein Chirurg dabei, das ist nicht so ohne. Das ist so ein Typ im blauen OP-Kittel mit so einer Gesichtsmaske. Okay. Ja, Loading Main Menu ist immer noch. Und er zeigt mir es in OBS nicht mal an. Oh, jetzt Loading Character Models. Da ist ein Hazmat, glaube ich. Der hat nur noch einen Arm. Also die haben schon ein bisschen gelitten, die Jungs, aber... Loading Particles. Ah, es dauert ewig, dieses Spiel zu starten. Aber 7 Days dauert sowieso sehr lang mit Starten, finde ich mittlerweile. Also gar nicht das Spiel, das Laden des Spiels, der Map gar nicht so, aber das Laden des Spiels dauert ewig. Okay, jetzt habt ihr auch wieder Bild. Azrak, wo ist er? Da, Spiel beitreten. Okay, bin auf dem Weg, kann sich nur noch um Stunden handeln. Aber an solchen Stellen empfehle ich mal den Multistream. War bei ihm passiert wenigstens gerade etwas? Nee, nicht wirklich. Ich bewache dein Bike und hoffe, dass keiner kommt. Und das ausgerechnet nachts, ne? Das ist dann schon... Du hoffst halt, dass keiner kommt und das weiß man halt nicht so genau. Das Problem ist, die Psyche geht in den Keller. Wir stehen hier und warten und meine Psyche geht in den Keller. Ich bin jetzt noch bei 43%. Oh, echt? Ja. Scheiße. In diesem Biom geht die Psyche in den Sack. Wir hätten Blumentöpfe mitnehmen sollen. Ich wollte sagen... Schlau war ich nicht. Wir haben jetzt auch keinen guten Topf mit, ne? Nee. Das ist dumm. Man beachte, Azrak bewacht Vels Bike, aber nur sein Bike. Okay, schon wieder zwei. End of Stream Exception. Fails to reach past of end stream. Irgendwas konnte er im Spiel gerade nicht lesen. Ich habe zwei Konsolenfehler, aber ich probiere es natürlich trotzdem. Das ist der Starvation Mod. Max. So, sieht's aus. Okay, ich bin drin. Ich weiß aber offen gestanden nicht, wo ich jetzt bin. Ich sehe eine Kirche, die ist hinter mir. Du bist vor mir, okay. Ich komme. Hier vorne ist dein Bike. Ich glaube, das jetzt mal. Nee, das Problem ist, zwischen uns beiden ist ein Zombie. Ich versuche jetzt mal rüber zu gehen. Ohne dass der mich sieht. Im Dunkeln. Hier rennt irgendwas vor mir. Einen habe ich weg. Don't rush her. Ich kann nicht mehr erkennen, was das für ein Zombie ist. Pass auf, ich laufe jetzt zu meinem Minibike hin. Ich versuche den Stone Crusher zu holen. Ich kann nicht an meinen Minibike ran. Stone Crusher ist down. Ich hole den Chirurgen. Ach, warte mal, Enter Code. Ist das vielleicht dein Minibike? Hast du auch einen Code angegeben? Nee, ne? Nein. Wie kann ich denn da wieder aufsteigen? Enter Passwort, viermal die Null. Ich kann dieses Minibike nicht mehr benutzen. Das ist meins. Ich sehe dich noch nicht. Hier steht ein Bike vor mir. Ach so, meins steht hier. Wo ich bin. Guck doch auf der Map, wo ich bin. Ja, du bist weiter weg. Ach, du läufst auf der Stelle. Nee, ich schaff's nicht mehr rein ins Spiel. Ich stehe jetzt genau vor dir. Alles klar, Azrak. Hat nicht geklappt. Okay. Hat nicht geklappt. Ich komme nicht mehr rein. Ich starte jetzt das Spiel nicht neu, sondern komme direkt nochmal auf die Map. Dimple, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen im Team. Willkommen in der Community. Okay. Das ist ein bisschen Loot, den nehme ich mit. Das ranzonenverseuchte Gebiet ist einfach nur rund. Ja, wir sind ja auch noch nicht so weit gekommen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr richtig reinkomme, Azrak.
Okay. Also ich habe jetzt, ich habe jetzt. Ich kann dir Folgendes anbieten. Du gehst kurz raus, ich gehe auch nochmal raus. Ich versuche gerade nochmal reinzukommen. Ja, musst du auch, weil bei mir kommen jetzt 1000 Fehler irgendwie. Ich habe jetzt schon sechs am Stück. Ich schieße den Task jetzt ab. Ja. 7 Days to Die Excel-Prozess beenden. Das müsstest du wahrscheinlich machen. Okay, so, dann gehe ich auch mal kurz raus. Ah, es tut uns leid. Ja. Mod ist halt. Nee, weil mein Minibike stand, also wenn du gesagt hast, du stehst vor dem, mein stand so 20 Blocks noch in Richtung Kirche, wo wir hergekommen sind. Das, was ich, dass das mir angezeigt wurde. Und ich konnte halt nicht ran. Ja. Ich konnte aber den Code eingeben, aber es hat dann nichts passiert. Nee. Gut, ich starte auf jeden Fall nochmal neu. Mein Trink ist ja ewig. Das ganze Spiel oder nur die Map? Nur die Map, ne? Du hattest ja keine Fehler. Nee. Ich hab Spiel runtergefahren und starte jetzt nochmal neu. Aus Sicherheitsgründen. Wenn, ja, okay. Ja, also, wenn er denn. Na gut, ich habe den Task abgeschossen, ich muss das Spiel ja auch. Das wird wohl nichts mit der Hochzeitsreise. So sieht das aus, Fett Oslo. Ja, probieren es. Ja, ich glaube, Asrak meinte auch, dass das richtig fette Gebiet wird anders auf der Map nochmal dargestellt. Ne? Rot das oder auf sowas. Auf der Map ist das knallrot. Knallrot, ne? Okay. Ist nur noch knallrot, ja, nicht so rot gepunktet wie jetzt diese Vorlandschaft. Die ja schon schlimm ist. Und dort kommt dann auch der richtig heftige Loot. Tikumesh fragt, ob es Infos für die 17 gibt. Nur, dass Matt Mull hofft oder glaubt, dass sie im Juli in die experimentelle Phase gehen können bei der Alpha 17. Und das, was man zur Starvation ja noch sagen kann, dass es in der Starvation keinen neuen Updates gibt, bis die 17 da ist. Genau, und dass sie darüber nachdenken, ob sie die Starvation Mod in der Alpha 17 dann komplett neu programmieren, weil viele Sachen, die jetzt drin sind, wie zum Beispiel hier Weapon Attachments, also dass du dann noch zusätzliche Verbesserungen an die Waffe ranbringen kannst, sowas gibt es dann ja auch in der Alpha 17 und halt eine neue Mechanik, und dann überlegen sie halt, ob sie dann ihre halt rausschmeißen und die dann für sich adaptieren. Und bei der Gelegenheit kann man dann schon mal drüber nachdenken, ob man dann sagt, okay, pass auf, wir machen es generell nochmal neu halt. Mhm. Da legen die sich, glaube ich, noch die Karten. So, wenn sie das machen, dann wird es sowieso halt eine Weile dauern. Ne? Sowas macht sich nicht. Du bist wieder drin? Ich gehe jetzt rein. So, wie mache ich das, dass ich Nachrichten bekomme, wenn Asrak streamt? Das kannst du in Twitch einstellen. Eigentlich ja, da musst du bei der Person, die du folgst, oder vielleicht für alle Personen, ich glaube, da gibt es vielleicht nur ein Häkchen, kannst du ein Häkchen setzen. Oben, wo du beim Follow einstellen, wo du mir folgen kannst auf meinem Kanal, da kannst du auch einstellen, dass du eine Nachricht bekommst, wenn ich online bin. So, ich bin da, ich höre es regnen. Genau, ich glaube, das kannst du pro Streamer auch einstellen. Ja, für jeden Streamer einzeln. Mhm. Kannst du sagen, das interessiert mich bei dem nicht, ich will den einfach nur in der Liste haben und sagen, da will ich auf jeden Fall wissen, wenn der online geht. Also, das kannst du einstellen dort. Mhm. So, aber es klappt meistens aber auch nicht immer. Ne? Sowas kann auch mal ein bisschen haken irgendwie. Du musst um 5 Uhr aufstehen. Boah, das ist böse, du. Das böse, du. So. okay, das ist 5 ist früh. Für mich jedenfalls. Asrak kennt ja auch solche Zeiten als Schichtdienstler. Ne? Schön, dass du da warst. Okay, ein Konsolenfehler, das mir gefallen. Den habe ich ja öfter. Habe ich ja am Anfang auch gehabt. Ich hoffe, da kommt jetzt kein zweiter zu. Ich bin bei dem Bike und da ist auch dein Bike. Ich will mal warten auf dich. Ja, es regnet wieder. Generating distant terrain. Bitte lass da jetzt keinen zweiten Fehler dazukommen. Das wäre sehr schön. Ich habe zwar dieses Nachtsichtgerät, aber es bringt einen bei Regen herzlich wenig. Muss ich sagen. Ich glaube, ein kriechender Spider ist hier auch noch. Ah, ich sehe dich. Natürlich. Und du bist bei zwei Bikes, ja genau. Und da ist ein Leuchtspider, genau. Ja, ja, ich weiß. Du stehst, das ist deins und das hier ist meins? Richtig. Ja. So, weiter geht's. Okay, alles klar, super. Einfach danke fürs Warten, Asrak. Ja, kein Thema. Oh, der war schnell. Ja, deswegen. Einfach erstmal fahren. Aber deine mentale Gesundheit ist doch jetzt auch am Arsch, oder? 23%. Ab 10 fängst du an, um dich zu schießen, ne? Hier ist... schon. Hier geht's auch nicht weiter. Boah, hier hat was geschossen, da sind Banditen.
Oh shit. Ah, ich habe eine bekommen von der Hygiene. Danke dafür. Nein. Oh. Auch noch Banditen in der Stadt, ey. Oh, Wasser wäre jetzt schön. Wasser wäre. Wie, da geht's nicht weiter, wo du lange. Oh, das ist aber nicht Straße gut. Straße ist. Ja, nee. Hier, doch, hier links runter, genau. Okay. Wir müssen Richtung Norden irgendwann wieder. Noch ein Truppentransporter, also, oder so ein Fahrzeug. Ja, ich bin hinter dir. Wir haben zumindest schon mal Tag, das ist schon mal gut. Wir fahren jetzt westlich. Wasser wäre geil, wenn nochmal Wasser kommen würde, wäre cool. Weil dann könnte man sich ganz kurz mal eben erholen. Ferala, der rennt. Ich mag jetzt auch gar nicht absteigen gerade. Nee. Hier ist noch eine Hütte. Oder eine neue Stadt, je nachdem. Ja, eine neue Stadt, ja. Halt ich mal rechts. Oh. Hier geht's nach Norden. Streifschuss. Ich hab diesen Skorpion da. Mhm. Dass hier jetzt auch noch Hyänen, was sind das für Bäume hier? Das sieht ja cool aus. Dass hier jetzt auch noch Hyänen sind, ist ja richtig unangenehm. Also selbst die kleinen Hyänen. Wir wollten eigentlich noch ein bisschen was killen, ne? Nee, wir wollten eigentlich das andere Biom finden. Mal gucken, wann wir da hinkommen. Aber bis wir da sind, ist dein Gemütszustand auch schon weg, ne? Das ist ja, oder? Das ist klar. Das heißt, das endet damit, dass du mich erschießen wirst. Und danach behauptest, ich kann da nichts für, das hat mein Körper alleine gemacht. Ja, so sieht's aus. Ich sehe das kommen. Oh. Das wird aber genauso wird's laufen. Achso. Vorsicht, Skorpion. Ja, ich bin ja voll ins Moped gefahren. Nee, hier rechts ist keine. Okay. Oh, hier endet die Straße oder was ist hier? Lass uns dann Richtung Norden probieren. Wir müssen ja irgendwann in dieses übelste Biom kommen. Glaub jetzt. Nee. Ja, das ist es. Nee, hier ist nur noch nichts geladen. Ist noch nichts geladen? Nee, hier ist nichts. Nee, hier wird auch nichts geladen. Wir sind da. Ja. Krass. Hier ist jetzt nur noch. Alles ätzend. So, ich habe natürlich jetzt meinen Regenponcho noch nicht angezogen. Also man kann scheinbar mal gucken. Nee, ich muss meinen Regenponcho anziehen. Ja, aber ich du musst erstmal laufen, weil du hast was hinter dir. Ja, ich sehe es. Ich lenk's ab irgendwie, wenn es. Nee, es kommt leider nicht. Doch, jetzt geht es hinter mir her. Okay, ich musste anziehen, ich verliere Leben. Ich guck mal, ob ich weiter Leben verliere. Ja, ich verliere weiter Leben. Ich verliere aber auch Leben, Asrak, gerade. Okay, ich verliere auch Leben. Hier Richtung Süden, wir können uns nicht allzu lange hier aufhalten. Fahren wir jetzt Richtung Süden, okay. Ich fahre dir hinterher. Ja, ich verliere sehr schnell Leben gerade. Ja, verdammte Scheiße, lass uns raus hier. Ich bin wieder zurück. Ich brenne. Bei mir, mein Spiel steht ständig. Okay, jetzt was wäre. Mr. Doomsday, danke für den Resub. Ich kann gerade nicht gucken. Okay, ja. Also da verliert man extrem schnell Leben. Warum sollte man da hin wollen? Du versuchst jetzt wieder auf die Straße zu kommen, oder wo bist du jetzt? Ja, ich sehe hier oben sowas Grünes, Leuchtendes. Da will ich mal kurz hin. Ah, verdammt. Ekelskorpione. Oh, du bist jetzt irgendwie hinter mir. Ich habe dich aus den Augen verloren, Asra. Okay. Ich glaube, ich bin bei der Straße. Ja, ich bin auch auf der Straße. Jetzt hat mir gerade mal Heilung reingedrückt. Hast du geschossen? Schießt du oder wer ist das? Ich schieße, ja. Auf was denn? Hyänen und sonstigen Mist, der hier rumeiert. Dann komm doch zu mir, dann schießen wir beide auf irgendwas. Ich höre dich. Ich bin ein paar Meter weiter. Ich habe dich ja auch schon irgendwie gesehen.
Wollen wir in der Stadt und da weitermachen oder wollen wir auf diesen Leuchtdings Ich wollte eigentlich gucken nach... es gibt so... Ja, da müssen wir runter von der Straße. Wir müssen ein bisschen querfeldein. Es gibt so... wie so... Ach, scheiße. Wenn ich's finde, zeige ich es dir. Das ist wie so ein Haus. PUI, aber kein Haus. Da lagert aber dann auch eine Tonne. Diese Loot-Tonne. Und da sind halt auch dicke Jungs. Das suche ich. Diese speziellen Dinger. Hier oben ist ein PUI. Ja, hier oben ist definitiv eins. Da gucken wir mal nach. Oh ja, ich habe Hitze. Ich muss mal kurz absteigen, was trinken. Okay. Dann weitergehen. Hier ist nicht so ein Loch im Boden, glaube ich. Hier ist kein... Stimmt. Dann machen wir mal weiter Richtung Süden, ne? Ja, immer Richtung Süden. Können wir ein paar Meter Abstand voneinander fahren? Einer links, einer rechts oder sowas? An irgendwas hänge ich doch hier schon wieder fest. Ich habe jetzt auch nur noch 23% Gemütszustand. Du musst doch schon locker auf unter 10 sein, oder? Ne, 23 hält sich so. Ach, das hält sich jetzt hier? Oh, hier ist ein Radskorpion, okay. Kann es nicht auch sein, dass sowas sich mal in der Stadt befindet oder sowas? Was wir suchen? Nee, eigentlich nicht. Weil ein paar fette Jungs haben wir da in so einer Stadt Mist. Ist es denn irgendwie eine Etage wenigstens hoch oder? Nee, das ist so eine Ansammlung von Kram. Meistens ist da noch ein Truppentransporter oder sowas. Oder so diese leuchtgrünen Tonnen oder so. Sind da auch mal in der Nähe? Ja, leuchtgrüne Tonnen sehe ich hier jetzt bei mir. Ist eine Ansammlung von Krams. Also hier ist eine grüne Tonne. Und meistens hängt da dicke Jungs rum. Daran erkennst du es schon. Oh, der ist aber schnell. Ist drin gewesen. Halt doch mal nach Panzern oder Truppentransportern Ausschau. Hatten wir doch auf der Straße ein paar gesehen. Ja. Da könnte man doch einfach mal wieder zurück zu den Straßen, oder? Dann hätten wir doch da Panzer- und Truppentransporter. Ist ja nicht so, dass wir da nicht schon einiges gesehen hatten, Asrak. Wäre das nicht vielleicht eine Idee? Wo ist mein Bike? Da. Weil momentan fahren wir beide nur relativ orientierungslos, glaube ich, durch die Gegend, ne? Oder? Nein, orientierungslos nicht. Wir suchen die ja, die Dinger. Ja, bei Truppentransporter hatten wir ja, wie gesagt, schon... Ich muss mich wieder ausloggen. Nein, oder? Ja. Konsolenprobleme? Ja, schon wieder. Also ich kann zwar noch fahren und alles, aber ich weiß ja, dass ich eigentlich nicht mehr fahren kann jetzt. Ja. So. Okay, pass auf, wir sind bei 22 Minuten. Okay. Da könnte man ja auch mal sowieso eben Pause machen. Mal einen Break machen. Okay, ja. Dann lass uns einen kleinen Break machen. Eine würde ich dann wohl noch aufnehmen wollen. Und dann, weil wir 10:30 haben, dann... Okay, ich bin bei dir. Hä? Nee. Doch, du stehst hier. Okay. Das kriege ich schon nicht mehr mit. Genau. Okay, alles klar. Dass ich da stehe. Dann machen wir hier einen Break. Ja, dann machen wir einen Break hier. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.